Hallo, hallo. Hier ist nochmal Marvel 1972 von MFG. Immer noch unterwegs in der Su-122-54. Jetzt auf Abstellgleis. Und hier rumst es jetzt erstmal. Ich habe hier kurz gesagt, dass die Heavys nach links sollen. Ja, dann nach rechts. So, hier unser Chieftain macht, ich weiß auch nicht, klassischen Fehler. Es gab ja die Panzer wieder günstig. Und hier muss man da in der Mitte an den Berg, da wo der Stein ist, Hull Down, da ist der Chieftain. Das ist die ideale Karte für den Chieftain. Da kann der Damage farmen ohne Ende. Und ich weiß nicht, was der hier mit seinem Chieftain möchte, aber naja, gut. Jeder muss es ja selber wissen. Schön den Stein geschossen, aber war ein Versuch wert. So, jetzt gibt es hier ein schönes Brett. Oder auch nicht, okay. Dann gibt es halt Heat. Geht doch. So. Und schön rein da. Absoluter Low Roll. Ja, muss auch mal sein, ne? Hallo T55 Alpha. Was machst du denn da? Also das ist auch ein Selbstmordkommando, ne? Ich weiß nicht, was unsere Mediums da hinten rechts machen. Man sieht die ja so rumfahren, ne? Das ist auch ein Selbstmordkommando. Da voll rein in 7 Kanonen sind da, ne? Also, ich ziehe nur die Kette. Ja, schade. Und er hat ein Reparaturkit. Schade. Ich möchte ihm die Kette ziehen. Geht aber nicht durch, war so leicht rosa. Naja, gut, war eine AP, war ein Versuch wert. Auf jeden Fall ist sein Rad wieder kaputt. Ja, wir haben 2 Panzer verloren. Ja, das ist Raketenpanzer RNG. Das ist hart im Code drin bei Wargaming. Da darf nur jeder 2. Schuss treffen, egal wie gut ihr gezielt habt. Das ist einfach so. Also, kannst du nichts gegen machen. Das haben die so programmieren lassen. Ja, der Mix da steht schön. Unsere Mediums hätten den schon 3-mal wegmachen können. Ja. Flugs drüber geschossen. Genauigkeit der Gun ist halt russisch, ne? Kann man nichts machen. Aber mit dem 2. trifft man besser. So, die Geschichte geht hier weiter. Dieser AMX steht da und steht da, naja. Jo. Erstmal ins Haus geschossen oder in die Grille und hat auch nicht gezählt. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Aber es sind auch weite Schüsse. Ne? Also hier 475 Meter. Wir gehen, glaube ich, drüber. Wir sind nur noch 3. Ich habe noch 2 Heat. Da muss man auch Heat nehmen, weil sonst zählen die Schüsse einfach nicht bei diesem Raketenpanzer. Ist auch ganz wichtig. Wenn er keine Goldmuni drauf schießt, hat man keine Chance. Ja, Kette ohne Schaden, schade. Seitlich im Turm muss nicht. Ah. Der wurde weggezaubert von WG, okay. Da müssen wir uns später drum kümmern. Kann ja nicht alles haben. 2 gegen 4 noch. Gut, der STB hat auch wirklich was getroffen. Das ist auch sehr gut dann. So, ja, bisschen die Sachlage abwarten. Und jetzt beginnt die Party. Turbo rein. Jetzt beginnt das Gefecht. Schauen wir mal, was er da so machen kann. 7 Schuss AP noch, das ist jetzt nicht so viel. Aber ein bisschen HE haben wir ja noch am Start. Dass der zu mir guckt, auch verrückt. Naja, tschüssi. So, die Grille weiß natürlich jetzt, was Phase ist, ist klar. 6 Schuss noch. Jo, der Schuss hat sich vergrillt.
Naja, was will man machen? 459. 495 ist ein Low Roll auf der HE gewesen. 537 war besser. Eine HE noch. Ladeschütze kaputt, muss ausgetauscht werden. Zwei HE noch und sechs normale. Und das war's. Ich hätte auch den nächsten Schuss noch gehabt auf den Chieftain, weil ich mit 6 Sekunden schnelleren Reload habe als der Chieftain mit 8 ungefähr. Ja, und dann sind da 4787 bei rausgekommen. So sieht das hier beim Team aus. Unser Chieftain, exzellente Arbeit. Hier nochmal die EP, 1523 Grund-EP, das war schon mal in Ordnung. So. Und das soll es gewesen sein. Tschüssi!